Herzlich willkommen zu Let's Play Crysis 3. Ich freue mich, wenn ihr hierher gefunden habt und umso mehr freue ich mich, euch dieses Projekt präsentieren zu dürfen, auf das ich mich schon sehr gefreut habe. Heute ist Tag des Release. Ich habe Crysis 3 rechtzeitig in meine Hände bekommen, sodass ab morgen, wie geplant, das Let's Play starten wird. Also beziehungsweise ab jetzt, wo ihr es wahrscheinlich seht, wenn ihr am Tag des Release guckt. Ja, Crysis 3. Ich habe mich wirklich sehr darauf gefreut. Vorweg die Grafik und alles hat mich richtig begeistert. Aber ich muss sagen, es ist für mich absoluter Blindflug. Ich habe weder Teil 1 noch Teil 2 jemals gespielt. Kenne mich in dem ganzen Universum hier um dieses Spiel also überhaupt nicht aus. Es ist für mich Neuland, es ist blind und dementsprechend wird es wahrscheinlich viele Fails geben. Aber ich wollte unbedingt auch endlich mal einen Ego-Shooter mit ins Repertoire aufnehmen und das Spiel hier kam mir so gelegen. Ja. Ich habe es schon kurz angespielt, wie man die U-Bahn-Spiel fortsetzen sehen kann. Das liegt einfach daran, dass ich erst mal mit den Einstellungen rumspielen musste, dass ich eine flüssige Aufnahme hinbekommen habe. Mein Laptop ist jetzt nicht gerade zart beseitet, knapp ein halbes Jahr alt, aber auf Maximum ist einfach nicht möglich. Okay, es ist ja auch nur ein Laptop, auch wenn es Gaming-Hardware ist. So musste ich, um Kompromiss zu finden, auf Mittel stellen. Da läuft alles ziemlich flüssig und die Aufnahmen sehen trotz allem gut aus. Die Grafik ist ja echt der Hammer. Ich habe mir nicht viel von dem Spiel angeguckt. So, Kampagne. Man sieht ja da 5 Minuten. Also ich habe jedes Video übersprungen, was ging, beziehungsweise habe Kopfhörer abgenommen, nicht hingesehen. Ich wollte mich auf keinen Fall irgendwie spoilern oder irgendwas. Und daher fangen wir jetzt einfach mal eine ganz neue Kampagne an. Beziehungsweise mal zurück. Jetzt weiß ich gar nicht, ob, wenn ich jetzt hier ein neues Profil erstelle. Ob er mir denn eigentlich auch das da, genau. Muss ich jetzt mal kurz reinschauen, ob das bei Grafik soweit alles geblieben ist. Blablabla. Es sieht gut aus. Wie gesagt, Kompromiss zwischen Qualität und Aufnahme. Wenn ich nicht aufnehme, kann ich es auch deutlich höher drehen und trotzdem relativ flüssig spielen. Mit irgendwas um 30 bis 50 Frames sind eigentlich drin. Jetzt läuft es eigentlich sehr stabil und ja. Das soll ja keinen Abbruch machen. So, zurück. Sonst ist alles wie gehabt. Kampagne! Neue Kampagne. Also Rekrut möchte ich nicht versuchen. Ein Veteran, Supersoldat oder posthumaner Krieger werde ich mich nicht dran wagen. Dafür ist, wie gesagt, absolutes Neuland für mich. Ich werde es jetzt erstmal schön auf Soldat spielen. Es wäre ja auch unschön, wenn ich da irgendwann an der Stelle dann stundenlang verkacke und hänge. Na gut, euch wird es wahrscheinlich noch freuen. So, Tutorial-Spiel. Ja, das werden wir auch spielen. Das werde ich brauchen, um überhaupt mit der Steuerung in allen klarzukommen. Und dann sage ich mal, let's go mit diesem Let's Play. Blablabla, bitte warten. Warnung bei niedriger Anzug. So, so schick ich diesen. Ah, Enter, weiter geht's. Warnung, wenn ihr das hier alles gerne lesen wollt, drückt gegebenenfalls auf Stopp. Ich lese es jetzt nicht alles vor. Benutzer, die. Blablabla. Gut, ich habe es mir jetzt so grob durchgelesen. Aber wie gesagt, wer das lesen möchte, zur Not kurz auf Pause. Ah. Das Training ist in mehrere Abschnitte unterteilt. Auf die laufen? Individuell zugegriffen werden kann. Okay. Hier ja, machen Sie sich mit der Navigation Ihres Nanosuits vertraut. Also wenn ich mir jetzt alleine... Nanosuit als perfekten Kampfpanzer, aber er ist echt viel mehr als das. Geil, oh. Maus nach oben schauen. Gut, Maus nach unten schauen. Wunderbar. Nein, auf gar keinen Fall. Das ist ein No-Go. Das Navigationsdisplay versorgt Sie in Echtzeit mit taktischen Umgebungsinformationen. Ist ja pornös. Einen Weg durch den Parcours. Okay, irgendwie kommt mir diese Stimme bekannt vor. Ich bin mir jetzt nur nicht sicher, woher. Vielleicht fällt es mir noch ein. Ja, wenn ich mir alleine anschaue, wie gesagt, mittlere Details, alles soweit. Ich spiele jetzt hier flüssig mit 60 Frames. Aber wie das allein schon aussieht und auf richtig hohen Details, ist es einfach nur... Aha. Leertaste zum Springen. Hey, auch da. Sie können höher springen. Aha, mega Sprung, also Leertaste gedrückt halten. So, zack. Okay, cool. Ah, wenn ich dabei weiter nach vorne drücke, das habe ich eben auch schon gemacht, sonst klettert er nicht so ganz drauf. Oh, ey. Ah, C, um zu ducken. Okay, crouchen auf C, muss ich mir unbedingt merken. Primär, gehe zum Wegpunkt. Ah, da haben wir ihn ja erreicht. Sie können schneller laufen. Linke Shift-Taste. Ah.
Drücke C zum Sprint, um einen Mega-Rutsch zu machen. Aha. Mit kontrolliertem Rutschen. Okay. Tutorial Option Nummer 1. Ah, ja, ich glaube, ich weiß, woher die Schwinge. Ist das hier nicht die, auch bei Galileo immer so, anmoderiert oder erzählt? Ich glaube, das ist sie. Geilo. Oh, ihr könnt euch nicht vorstellen, weil ich mich echt auf dieses Spiel freute. So. Maus 1, um Waffe abzufeuern. Und was soll ich denn feuern? Oder einfach hier in der Gegend rum? Ach, da ist ein Ziel. Zack. Ich bin mir auch noch nicht gar nicht sicher, wie ich an dieses Spiel herangehen will und werde. Es gibt ja die Möglichkeiten. Ihre Visierung. Ah, so. Hochauflösende Gleitsichtlinsen ermöglichen Ihnen eine einzigartige Perspektive. Ah, nachladen. Nur mit R? Ja. Selbst mit muskulärer Rückstoßdämpfung ist der Schnellfeuermodus unpräzise. Drücke Sie Ihre Knote per Halbautomatik. Aha. Ah, alles klar. Hey! Ah! Mann, Shooter sind schon lange her. Die Individualisierung ermöglicht den raschen Aufsatzwechsel zur Anpassung an veränderte Bedingungen. Neue Aufsätze werden Ihrem Inventar automatisch hinzugefügt und sind immer verfügbar. Okay. Drücke X. Mit dem Zielfernrohr attackieren Sie entfernte Ziele. Aha, was haben wir hier denn alles? Zielfernrohr, das da. Skala 2, okay. Zielfernrohr. Ne? Hat nicht ganz funktioniert, oder was? Nee, Lauf. Lauf passt. Ach da, Zielfernrohr. So, entfernte Ziele. Wo sollen die denn sein? Sagt. Ah! Na, mal Tonturm schießen. Ist ja hier fast wie beim Biathlon. Es fehlen nur noch die Skier unter den Schuhen. Geilo. Eins, um Waffe zu wechseln. Dank Reflexoptimierung dauert das Nachladen länger als der Wechsel zur Sekundärwaffe. Wow. Automatische Umgebungssensoren weisen sie auf Waffenlager hin. Ah. Sehr schön. Und nun? Ah, Granate. G für Granate. Maus 2 um Flugbahn. Aha, wo... Ah. Integration ermöglicht eine aktive Zielunterstützung. Alles klar. Zack. Und... Na komm, das war doch ein Treffer. Bietet nur bedingten Schutz vor explodierenden Granaten. Werfen Sie sie innerhalb von 4 Sekunden. Ich dachte, das ist der perfekte Panzer. Ja, super. Innerhalb von 4 Sekunden. Das Tutorial ist abgeschlossen. Freiwillige Trainingseinheiten werden unterstützt. Ah, da haben wir noch welche. 21, 22, 23, 24. Hey, oh. Sogar mit Warnung. Cool. Und keine Granaten mehr, oder? Nee. Was haben wir da? Ah, nee, halt, schauen wir nochmal. Yay. Ja, ich muss mich echt mal wirklich mal wieder an so Shooter gewöhnen. Das ist doch echt ganz schöne Zeit. Ich weiß gar nicht, was war denn der letzte? So, 21, 22, 23. Oh, drohender Handverlust. Nett. Also. Zack. Und da sind die Granaten schon wieder leer. Ups, die war ein bisschen schlecht. Könnte aber noch gut gepasst haben. Da war da auch noch ein Ziel. Ach doch, da müssen wir auch. Okay. Wollen wir auf jeden Fall nochmal schnell Munition hier. Was auch immer das da jetzt war, da habe ich nicht drauf geachtet. Granaten, alles eingesammelt. Was haben wir denn hier? Wo können wir Waffen aus dem Menü Spezialmunition laden? Nice. Was haben wir denn da? Hammer, Visier. Aha, aha. Coole Sache. Also das gefällt mir auf jeden Fall schon mal, dass mir, wie man das hier alles so einstellen kann, dieses Interaktive. Und so ein Nanosuit als Rüstung kommt da auch mal geil. Sie die Grundlagen der Nanosuit-Kampfsysteme. Alle Nanosuit-Funktionen brauchen Energie. Der Energiebedarf ist von der jeweiligen Funktion abhängig. Energie wird aus verschiedenen Quellen in der Umgebung automatisch regeneriert. Warten Sie auf den Start des Nanosuit-Funktionstrainings. Okay.
Geh zum Wegpunkt. Der Panzermodus lenkt Schüsse ab. Der Energiebedarf steigt mit der Höhe des abgelenkten Schadens. Ah, mit Q-Panzermodus. Maximale Panzer. Okay. So, Panzerung an und laufen. Aua. Der Tarnmodus bricht das Licht um den Nanosuit und macht diesen praktisch unsichtbar. Cool. Je schneller sie sich bewegen, desto höher ist der Energiebedarf. Okay, Tarnmodus aktivieren und wenn ich jetzt renne, jupp, dann geht's runter. Kombinieren Sie Nanosuit-Modi dynamisch, um Feinden gegenüber im Vorteil zu bleiben. Ich bin gar nicht da, ich hab mich nicht gesehen. Ah, verdammt! Der Nanosuit berechnet während der Cortisolsättigung nahe Gegner das Entdeckungsrisiko. Die Gefahrenstufe wird in der Stealth-Anzeige Ihres Hirns angezeigt. Okay. Tarnmodus aktivieren. Können Sie Ziele lautlos töten. Ah, das ist doch was Schönes. Splinter Cell ist also grüßen, oder wie? Ah, mit V. Ah, lass mal Tarnfeld mal an, wer weiß, was hier noch ist. Ah, da fällt aus. Hui. Okay, es ist ein bisschen komplexer. Jedenfalls, das war für mich ungewohnt. Der Stimme vertraut man irgendwie. B. Visier. Der taktische Visor analysiert die Topografie des Schlachtfeldes und markiert Ziele und interessante Punkte. Zwei Gegner. Na, schauen wir, wie wir die ausschalten können. Die Nutzung bzw. das Hacken von Computersystemen ist eine weitere Funktion des taktischen Visors. Hey, Hacken? Geilo! Aha, wie geht das jetzt? Ah, mit F. Nice! Nanovision ist eine Funktion des taktischen Visors, die das vollspektrale Sehen ermöglicht. Dadurch können sich Gegner selbst bei totaler Dunkelheit nicht verstecken. Okay. Night Vision. Nanovision aktiviert. Nanovision ist eine hochempfindliche Funktion, deren Einsatz Energie verbraucht. Da, das glaube ich. So, die Nanovision. Die Optimierung des Nanosuits ermöglicht die Zerstörung weicher Ziele im Nahkampf und das Anheben übergroßer Objekte. Aha, V zum Nahkampfangriff. Oh hey, ob ich mir die ganze Zeit das überhaupt merken kann. Ah, da haben wir noch einen Gegner. Gucken wir mal. Läuft hier noch irgendjemand rum? Na, sonst sieht's gut aus. Wir scheinen alle etwas weiter weg zu sein. Ah, da hinten. Ach, das sind tote Gegner. Alles klar. Treten Sie nach schweren Objekten, um sie zu bewegen und Feinde damit zu töten. Hahaha, wie nett. Ja, okay, also die Möglichkeiten sind ja schon mal wirklich geil. In der Tutorial Sandbox. Hier können Sie die Funktionen Ihres Nanosuits gefahrlos testen. Kombinieren Sie Nanosuit-Modi dynamisch, um Ihren Feinden gegenüber im Vorteil zu bleiben. Will ich auch nehmen. Nee. So, schauen wir erstmal, was haben wir hier? Schalldämpfer. Zielfernrohr ist immer geil. Super. So, Waffe wechseln. Was können wir hier noch schnell machen? Schalldämpfer. Lalalala. Ja, das passt alles. Ja, so geht's natürlich auch. So, jetzt machen wir erstmal den hier. Ein Gegner, zwei Gegner. Was sind die Munitionskisten? Das ist Ziel, da ist noch ein Gegner, das ist noch eine Munitionskiste. Da ist noch jemand. Wollen wir mal schauen. Ah, das war... Wieso? Oh, hat der mich gesehen? Ah,
Sammicht! Hat der kleine Sack mich doch echt gesehen. Ah, das Ding wird doch eher interessant. Na komm, jawohl. So, wie viele haben wir noch? Zwei Gegner, sagt er noch an. Oh, ich sollte vielleicht mal wieder ausmachen und unser Energiefeld aufladen. Ja, man merkt, ich bin noch so ein bisschen ruhiger und schweigsamer. Das ist einfach nur, weil das alles noch so relativ neu hier für mich ist, dieses ganze Spiel. So, da ist ein Gegner. Da war ein Gegner. Die sind alle hinüber, alles klar. Sieht doch gut aus. So, mal schauen. Hier hoch kommen wir doch bestimmt auch, oder? Nö, schade. Wäre jetzt auch noch schön gewesen, wenn man da oben auch hätte rüber jumpen können. So. Ha, das Ziel. Ich bin echt begeistert. Jetzt bin ich gespannt. Wir bezeichnen den Nanosuit als perfekten Kampfpanzer. Mhm. Dieses Tutorial perfektioniert den Soldaten. Viel Glück. Vielen Dank. Und ich muss sagen, eins fehlt mir. Ein Schwert. Jetzt was so richtig schönes wie bei Metal Gear Solid. Oh,